Ich fühle mich vollkommen anders als früher. So, als wäre ich eine völlig Fremde. Ich war so verliebt in Nando. Emma. Ja. Und die Kinder? Ich habe alles für sie aufgegeben. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich niemals geheiratet. Paki, was für ein Tag ist heute? Samstag. Welcher Samstag? Welches Datum? Welches Jahr? Der 23. August 2008. Geht es dir gut? Meine Kinder sind nicht da. Und es ist, als würde ich eine Zeitreise machen. Emma. Ich wollte auch mein Leben mit dir verbringen, aber ich schwöre, ich habe meine Lektion gelernt. Also bitte lass uns das hier beenden, okay? Auch wenn es außerirdisch klingt, ich wurde 10 Jahre zurückversetzt. Ich bin der Geschäftspartner Ihrer Tochter. Und tu nicht so, als könntest du was vorhersagen, in die Zukunft blicken kann nur ich. Seit heute Morgen bist du eine bedeutende Managerin und brauchst international Sicherheitspersonal. Und ich möchte nirgendwo anders auf der Welt sein als hier. Mit dir. Bis vor kurzem war ich glücklich. Aber jetzt habe ich Angst. Es ist nur so, dass ich meine Kinder sehr vermisse. Emma, du kannst überhaupt nichts ändern. Ich liebe dich einfach so. Ich liebe dich schon, seit ich 5 bin. Möchtest du das nicht? Und wie bekomme ich jetzt bitte meine Kinder wieder?